Hallo, mein Name ist Luis Brandt und ich begrüße euch ganz recht herzlich auf meinem Kanal. Einige werden mich vielleicht noch kennen von meiner YouTube-Vergangenheit, Luis Espar. Ich habe von 2011 bis 2017, 18 relativ aktiv den Kanal Luis Espar betrieben. Dort habe ich über das Thema Leben mit Behinderung gesprochen, aktiv von 2014 bis eben zu dieser Zeit. Davor habe ich aus Albernheiten angefangen, Videos zu machen. Dann rückte das Thema meine Behinderung in den Vordergrund und dann haben sich immer mehr Menschen für das Thema Leben mit Behinderung interessiert und ich habe mich eben diesem gewidmet und auch ganz vielen Fragen meiner Zuschauer. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe immer wieder mal aufgehört und immer mal wieder neu angefangen, weil ich Probleme hatte, mich zu finden, Probleme hatte, Themen zu finden und Probleme hatte, mich zu motivieren und weil auch einige Probleme in meinem Leben waren, die jetzt aber alle der Vergangenheit angehören, genauso wie der Kanal Luis Espar. Den Kanal, den gibt es noch, der wird auch nicht gelöscht. Ich möchte mich jetzt vorstellen bei euch, bei denen, die mich noch nicht kennen und die mich vielleicht auch jetzt neu kennenlernen werden, denn ich fange wieder an. Nur mit was ich anfange und wie genau ich das mache und wie oft hier was kommen wird, das erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Wer bin ich denn eigentlich und was mache ich? Nun, wie ich schon gesagt habe, ich habe diesen Kanal mit Espa betrieben und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. YouTube hat mein Leben verändert. Durch YouTube bin ich in Hamburg. Durch YouTube habe ich viele meiner Freunde kennengelernt. Durch YouTube hat sich vieles zum Positiven verändert in meinem Leben und wenig bis gar nichts zum Negativen. Ich kann nichts Negatives finden. Und durch YouTube habe ich eigentlich sozusagen meine Liebe zu den Medien entdeckt und eigentlich auch dann relativ schnell beschlossen, als das Ganze dann doch irgendwie Form annahm, ja, du machst auch später was beruflich mit Medien und willst da irgendwie rein und ja, jetzt bin ich eigentlich ganz gut davor. Was mache ich jetzt gerade? Ich bin Journalist, ich bin freier Journalist, ich schreibe Berichte zu Konzerten, ich schreibe Berichte zu Themen, die mich betreffen, die mir wichtig sind, die mir am Herzen liegen. Das heißt, ich habe einen Blog bzw. eine Webseite, wo ihr all das findet, was ich mache. Schaut doch gerne mal vorbei und zwar ist es hier luis-brandt.com. Dort findet ihr alles, was ich so mache. Das heißt, es geht von Texte schreiben, das heißt Konzertberichte, Berichte über Trennungen von Bands. Ich habe zum Beispiel über die Trennung von den Wise Guys geschrieben. Ich habe zum Beispiel über ein Konzert von Eddie Hünicke geschrieben, wo er mit seinem Bühnenpartner Tobi Hebbelmann in Hamburg-Harburg aufgetreten ist, erst kürzlich. Der Bericht ist erschienen auf meiner Website. Das Ganze ist auch erschienen auf meinem Facebook-Account, der hier steht. Da könnt ihr mir gerne folgen. Da könnt ihr mir alles Mögliche schreiben, da könnt ihr mich alles Mögliche fragen. Ja, auch zu meiner Behinderung, denn ja, für die, die es noch nicht wissen, ich sitze im Rollstuhl, ich habe eine Behinderung. All das, was meine Behinderung angeht, könnt ihr aber auch auf dem Kanal Luis Espar abchecken, den es ja immer noch gibt und der auch nicht sterben wird. Der wird noch reanimiert, inwiefern und wie genau und wann vor allem, das erfahrt ihr noch. Und das erfahrt ihr aus erster Hand, nämlich hier auf dem Kanal. Dann bin ich seit August 2018 auch Moderator meiner eigenen Sendung Brand redet, Smalltalk im Detail. Ich habe es auf Luis Espar und auch hier angefragt, wie das denn wäre, mal mit mir zu sprechen über alle möglichen Themen und Stories, Geschichten. Und habe auch gesagt, dass mir das Ganze eingefallen ist aufgrund der Sendung Domian, die ja bis 2016 lief und ich den Moderator und auch die Sendung Domian sehr schätze. Denn mir gefällt das Konzept. Ich habe Teile des Konzepts übernommen und ich habe ein eigenes Konzept daraus gemacht. Und momentan läuft es so, dass ich prominente Leute interviewe und Interviews führe, die so ein bisschen in die Tiefe gehen. Deswegen auch
Brandrede Smalltalk im Detail. Wer mehr zu den Sendungen oder beziehungsweise zu der Sendung Brandrede Smalltalk im Detail erfahren möchte, der wird in den nächsten Tagen ein Video finden, in dem es nochmal darum geht, was genau die Sendung ist, wie oft sie kommt und was ich da genau mache. Also, in den nächsten Tagen hier oben irgendwo verlinkt, was genau Brandrede Smalltalk im Detail ist. Das ist was von mir. Ich habe also eine Vergangenheit und ich habe einen Neuanfang vor mir. So, nachdem ihr jetzt wisst, was ich genau mache, stellt sich eine Frage: Wann kommt hier was, wie oft? Ich weiß es gar nicht so recht, aber ich versuche es relativ regelmäßig zu halten. Folgt mir am besten auf Facebook und Twitter, da bin ich am aktivsten. Hier auf YouTube habe ich ja leider noch nicht die Story-Funktion freigeschaltet, weil ich da am meisten mitmachen möchte mit so Stories, weil das eigentlich relativ kurz zusammenfasst, was ich so mache. Also, welcher Einblick es so in meinen momentanen Ablauf meiner Tätigkeiten gibt. Wie oft mache ich etwas? Wie oft kommt hier etwas? Also, ihr könnt sicher sein, in den nächsten Tagen wird hier ziemlich viel passieren, weil ich ziemlich vieles nachholen muss. Es sind ziemlich viele Videos, die ich schon länger geplant habe, die aber noch keine Zeit gefunden habe, aufzunehmen. Und vor allem, ich werde meine Brandredet folgen. Also das, was ich quasi radiotechnisch mache, hier auch hochladen, die ganzen Folgen. Mittlerweile sind es 6, die gelaufen sind, also seit August 2018 läuft die ganze Sache bei Tide Radio und auch als Podcast, also auch unter anderem bei Spotify verfügbar, aber ab sofort auch hier immer wieder mal in den nächsten Tagen kommt also eine Veröffentlichung einer Folge. Die Folgen werden also auch hier zu finden sein, es wird auch zu finden sein, eventuell Behind-the-Scenes-Material von den Aufnahmen, von den Aufzeichnungen, von eventuellen Theaterprojekten, denn ich spiele ja auch Theater, wenn das alles so in Ordnung ist, auch für meine Kollegen. Es werden Vlogs kommen, was ich so mache, wo ich so unterwegs bin, was noch so alles für Nebenprojekte da sind und vor allem, was ich so journalistisch mache, auf Konzerten oder ähnlichen Veranstaltungen. Also, folgt auf jeden Fall meinen Facebook- und Twitter-Kanälen und vor allem aktiviert die Glocke, denn so verpasst ihr hier auf dem Kanal nichts. Dieser Kanal ist aktiv und auf dem Kanal wird auch immer mal wieder was kommen und nicht zu selten. Ich versuche oft etwas hochzuladen, aber ich kann noch keine Regelmäßigkeit festmachen. Wünscht ihr euch was? Was habt ihr für Ideen? Was habt ihr für Vorschläge? Was habt ihr für Formatideen? Schreibt sie mir entweder unter der Mailadresse brand-business@gmx.de oder schreibt eine Nachricht an meinen Facebook- oder Twitter-Account. Natürlich könnt ihr auch hier unter den Videos einen Kommentar lassen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und gebt mir einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen und würde mich sehr unterstützen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Bis dann. Ciao.